herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in der realen Landwirtschaft. Wie man sieht, ist der Winter eingebrochen. Wir haben es mittlerweile Februar und wir werden heute ein bisschen Schnee rummen. Wir müssen zur Produktion fahren. Wir müssen heute das erste Mal Mischfutter herstellen und wir müssen da jetzt einen kleinen Weg da freiräumen, dass wir ummengen zu den Siloballen. Wärme brauche ich ja Siloballen auch. Aber da ein bisschen freirummen und zum Häusl müssen wir eben auch noch um. Wie man sieht, ich habe schon ein bisschen Schnee kramp. Weil alles, was ich ins Video nicht ein jeder ist gegangen. Aber wir werden da jetzt noch ein bisschen fahren. Werde das jetzt da alles schön so umrummen, sodass du jetzt so die Siloballen fest dazu machst. Auf der Wiesen kann man sowieso nichts tun, da kann man eh nicht rum. Aber weil da wird jetzt ganz Wiesen hin. Aber ja, jetzt haben wir da ein kleines Weg frei. Jetzt schaue ich mal um mit zum Häusl noch was. Und zwar werden wir da jetzt schön eng umfahren. Was natürlich im Winter auch umsteht, ist das Zeug verkaufen. Also wir müssen Getreide verkaufen. Weil ich glaube, im Winter bringt das den besten Preis. Jetzt haben wir das Ganze natürlich voll vor der Einfahrt hin. Schauen wir mal. Einmal senken. Und jetzt rahmen wir da schön so um. So alles schön um. Fahren wir zum Häusl ein bisschen zu. Und dann war es das auch mit Schnee rum. Weil wir haben Stress. Wir müssen halt außen einmengen und zu den notwendigen Sachen halt hin. Weil wenn du jeden Tag den ganzen Schnee rum musst, da wirst du auch lorbei. Schauen wir, dass wir da zum Häusl noch zumengen. Jetzt müssen wir halt eher wieder ein bisschen gerade stehen. So, so passt es mal. Von der Innenperspektive auch mal fahren. Das ist jetzt einmal unten, gell? Und warum man den ganzen Gatsch da aussehe. Hat lang gedauert, wo ich bis geschnitten hat. Ich glaube, Februar ist jetzt der erste Schnee erst gekommen. Hat ein bisschen länger gedauert wie gemacht, aber egal. Da ist in Frankreich wieder unten spielen, gell, weil da ist gar kein Schnee gekommen und da ist auch halt hier zuerst Februar gekommen, aber. Das macht ja nichts, weil wir haben eh so einen Haufen Arbeit. Fahren wir da nochmal kurz zurück. Dann fahren wir vier beim Kuhstall noch einmal vier. Und dann war es das aber auch. Mit Schneeräumen für heuer. Was hupft er denn jetzt, so der Bubi? So, dann schauen wir, dass wir da jetzt zum Viererstall noch zurückkommen. Wenn man sieht, da am Stall habe ich eben noch keinen gekauft. Und der Ladewagen steht auch noch eben rein bei den Viechern. Wir haben halt da ja den Futtermischwagen hingestellt. Und so viel Zeit habe ich noch nicht gehabt, dass ich das Zeug alles wegstehe. Aber jetzt hat. Wird da eskaliert. Jetzt. Aha. Wieso rumpen wir da jetzt nicht? Weil da als Objekt da steht, oder was? Ist das ein Backer, oder was ist das? Da rum wir jetzt wieder. Aber da kann man scheinbar nichts tun. Egal. Weil da rührt sich gar nichts. Das ist wahrscheinlich, weil da das Dings da steht. Aber egal. Wir werden ihm jetzt vorne den Futtermischwagen anhängen. Weil wenn das da nicht funktioniert, müssen wir halt da drüber fahren. So. Einmal anhängen. Und dann. Jetzt ist da natürlich ein bisschen deppert zum Fahren, aber. Werden wir schauen.
dass wir jetzt ungefähr 60% reinbringen. Einen großen Stroh. Das letzte Mal habe ich mich ja gewundert, wieso da kein Hai mehr eingegangen ist. Und zwar muss ich nicht auf das schauen, sondern auf das, wie viel gesamt rein ist. Und da sieht man, Hai ist zwar bei der Hälfte gewesen, aber gesamt ist schon viel zu viel rein gewesen. Und deswegen. Und man circa 4380 Liter Mülle haben wir mittlerweile. Auch nicht lob. Und jetzt steigen wir in unseren Steier. Wir werden mal schauen, was ist da. Oh, Schneeverwehung oder was? 58 Kilo. Und zwar werden wir den Steier jetzt gleich in den Ladewagen raus mitnehmen. Und dann werden wir da jetzt mal zum ersten Mal im LS22 Futter mischen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ladewagen jagen wir da hinten rein. Und zwar mit, ich glaube, Silage, Heu, Stroh und dem Mineralfutter. Das steht ja mittlerweile auch schon ein paar Monate bei uns da. Es hat auch extrem lang gedauert, bis die Silage mal fertig war. Aber mittlerweile ist es soweit. Dann werden wir den jetzt da reinjagen. Und was haben wir das letzte Mal herausgefunden? Um die. Es war einmal sowieso schlauer, wenn man vorher das Dingszeug reinigt. Also nein, es geht ja nicht 40%. Gell, das haben wir ja letztes Mal herausgefunden. So, jetzt schauen wir, dass wir da schön reinkommen. Nehmen wir da gleich mal jetzt mehr Highball mit. Aber jetzt sind wir hinterm Hügel aufgefahren, aber das macht nichts. Wir werden da jetzt Heu reinhauen. Aber Stroh gehört mir ja rein, gell? Schauen wir mal, ob wir den runterbringen. Der wird sich episch. Ah, der füllt sich auf. Okay, ich hab schon gemeint. Jetzt schauen wir mal, was wo sind denn die drei? Tierhaltung. Ah. ...60% Basisfutter und 40% Kraftfutter. Kraftfutter ist aber... Da ist es gestanden mit den 40%. Jetzt haben wir, glaube ich, zu viel eingehört. Wie viel ist denn jetzt drinnen? 37%. Das heißt, ein Siloballen und ein Strohballen. Dann müssen wir bei knapp über 60 sein. So, jetzt jagen wir mal einen Siloballen rein. Also nein, Siloballen ist ja wieder weniger. Aber Stroh ist dafür mehr. Egal, jetzt haben wir eher meine. Mama mia! Da wird der 3 jetzt fest verarbeitet. Dann haben wir gesagt, einmal Stroh. So, jetzt müssen wir ungefähr bei 60% sein. Jetzt sind wir bei 70%. 72%, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber wie willst du das genau hinkriegen? Wir werden da jetzt mal umhängen. Ballenspieß runter und die Paletten gehen drauf. Und dann werden wir da jetzt das Kraftfutter reinführen.
zwei Paletten sind 2100 Liter. Jetzt bin ich gespannt, ob das reicht oder ob da noch mehr rein muss. Ob 2100 Liter reichen. Das glaube ich nämlich nicht. Aber wenn da wirklich 40% sind, dann haben wir an Kraftfutter deutlich zu wenig. Aber sie brauchen auch, glaube ich, nicht so viel Mischration. Alter, wie krass das den aushebt. Nur wegen der zwei Paletten da. Ich wundere nicht, dass die Paletten noch drauf ist. Schauen wir mal, ob wir das nebenbei hinhalten müssen. Oder wirklich eine. Was das jetzt auftanken. Glot da noch. Und das schaut jetzt aus wie Mischration. Ich konnte nicht mehr einsteigen. Boah, das rinnt aber schon extrem langsam um mich. Na gut. Ah, er geht unten weg, drum hat mich schon gewundert. Unten zieht's ihn weg. Sarala. Schon langsam wird's was. Paletten geht rüber, weil alle. Das kann ja mal lang dauern. Die einzeln abpacken. Stehen wir mal hin. Ah, kannst du die einzeln auch einladen. What the fuck? Schauen wir mal. Objekt zu schwer, nein, kannst du nicht. Oh. Oh, da geht ganz schön was ein in dem Futtermischwagen. Ich glaube nicht, dass wir das alles da einbringen. Das wage ich sehr zu bezweifeln. Ja, ja, so ist das. Aber es ist endlich so weit, dass der Winter da ist. Zu viel Kraftfutter. Sollte man in der Silage auch als Kraftfutter. Das kann sein. Weiß ich nicht, was zu Kraftfutter zählt. Oder Hai. Ja, aber er wird ja jetzt eh nicht voll, oder? Von dem bisher wird er ja nicht voll. Dann holen wir noch einen Siloballen. Ich hab gemeint nur das Mineralfutter als Kraftfutter, aber dabei muss da ja was anderes auch noch dabei sein. Was weiß ich nicht, aber irgendwas muss es sein. Dann einmal abhängen. Und haben wir noch so ein Silage-Dingsbums rein. Ab geht er, der Peter. Nehmen wir da noch mehr Silage mit. Und dann müsste es aber passen, glaube ich. Ihr könnt dann gerne mal in die Kommis schreiben, wenn ihr wisst, was als Kraftfutter zählt. Ist Silage auch Kraftfutter oder? So, halt! Stehen geblieben. Einmal Ränder. Komm, Bubi, komm, komm, komm. Super. Jetzt mal hier da stehen. Okay, jetzt wird's. Ja, das müssen wir jetzt merken.
Es ist halt immer nur Zuckerhauptfutter 3. Also von dem Mineralfutter. Aber ich hoffe, dass das jetzt trotzdem wie schaut Mischration aus. Steht es da? Hackschnitzel, Gras, Heu, Stroh, Kuh, Sonnenblumenöl, Mist. So. Dieses Teilchen haben wir vorher gehabt. Und jetzt haben wir das, ich glaube, das ist Muschfutter. Ich hoffe es halt. Wir lassen jetzt noch ganz kurz Ärm da stehen. Sonst werden wir in den Stall nicht rein. Und dann werden wir rüberfahren zu unserer coole Mu. Schauen wir, ob es dann wirklich mehr Milch produzieren. Das ist das Problem, ob wir da überhaupt Beine kommen. Futter. Was fühlt jetzt auf? Es war nicht Mischfutter. Ja, scheiße. Und mir da jetzt nochmal einen Strohballen hinterher schmettern. 9,1%, wie viel Prozent darf denn da bitte dann gleich ein? Obwohl Strohballen, der ist wieder zu viel. Wie viel geht jetzt ein? Knapp 10.000. Hai ist eigentlich nur okay. Dann haben wir einen Stroh und ein Dings hinterher. Ein Silage nochmal. Das ist halt das Problem, dass die 5000 Liter haben. Die haben ein bisschen zu viel Inhalt. Jetzt haben wir eher meine. What? Das kostet auch what? Schaut jetzt aus. Jetzt haben wir natürlich zu viel Stroh rein, aber er wird mehr. Und jetzt ballert man nur Silage hinterher und hoffen, dass es funktioniert. Erm stehen wir gleich da heraus, irgendwo her, er hat jetzt nur noch die Hälfte. Das müssen wir uns merken. Einmal absenken. Super. Und jetzt haben wir nur Silage hinterher. Bin gespannt, wie das wird. Ob das jetzt ein ohne Zeichen ist. Bei Einhauen kann man aktuell sowieso nichts mehr. Futter hat er genug. Das ist jetzt Silage. Funktioniert das jetzt? Upp. Ja, kann ich den ganzen haben. Weil da ist ja nicht viel rein. Jawohl. Es ist unter 6,8. 6,6. Jetzt ist alles grün. Ah, das vorher. Dieses Zeichen ist Mischfutter. Wie wir dann das Mineralzeug reingehauen haben, war es too much. Jetzt wissen wir, ein Paletten gereicht von dem Mineralklumper da. Stimmen wir ihm schon mal ein. Ja, ich weiß. Jetzt ist Mischration. Super. Aber ich würde auch sagen, das war's mit dem Video schon wieder. Das, was wir schaffen hätten sollen, haben wir nicht geschafft. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und sagt ciao und bis zum nächsten Mal.